Herzlich willkommen zum heutigen Live-Talk, wieder mal aus den Katakomben hier im Audi Sportpark. Neben mir Pascal Groß und Pascal, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Vielen Dank. Der dritte in Folge hier zu Hause. Man muss nicht überreden, wie wichtig war dieser Sieg eigentlich? Ja, enorm wichtig. Ich glaube, da muss man nur auf die Tabelle gucken. War ein direkter Konkurrent. Ich denke, das Spiel war heute auch typisches Abstiegskampfspiel, sage ich mal, auch wenn wir jetzt dort vielleicht noch nicht standen, aber wir haben es so angenommen und wussten, dass wir heute einen großen Schritt machen können, die richtige Richtung, und den haben wir zum Glück gemacht. Was war deiner Meinung nach der Schlüssel zum heutigen Erfolg? Ich denke, es war viel Kampf. Wir gehen früh in Führung, das tut uns gut natürlich, und dann viel Kampf, ja, um jeden Zentimeter kämpfen, quetschen Glück und dann einfach den Sieg erarbeiten, weil mit schönen Spielen war heute nichts. Man kann auch sagen, ihr habt es mehr gewollt, als Bremen heute zu gewinnen. Ja, ich denke schon, dass es eine Stärke auch von uns ist, dass wir immer dagegenhalten, auch in schwierigen Situationen oder wenn der Gegner mal mehr den Ball hat oder Druck macht. Und das haben wir heute super gemacht, super dagegen gehalten. Und dann natürlich mit dem 2-0 war das Spiel durch. Jetzt seid ihr zweimal auswärts unterwegs, bis ihr wieder am Dienstag dann gegen Köln spielt. Ist das eine Schwierigkeit für euch? Einmal auswärts, glaube ich, in Hamburg, ja. Dann daheim. Natürlich haben wir im Moment daheim einen riesen Erfolg mit 3 Siegen in Folge, aber wir wollen jetzt auch auswärts anknüpfen bei im Moment, denke ich, einem starken HSV, aber ja, wir kommen mit einem Sieg und mit Selbstvertrauen und dann schauen wir mal, was da zu holen ist. Hättest du vor der Saison unterschrieben, wenn ihr sagt, wir stehen am 10. Platz in dieser Tabelle, beziehungsweise jetzt um diese Zeit? Ja, auf jeden Fall. Also alles über dem Strich hätte ich unterschrieben. Wir sind viele Neulinge in der Liga, wir mussten auch erstmal gucken, ja, wie wir uns zurechtfinden, und ich denke, da kann man nur einen Hut ziehen. Wir spielen eine gute Saison und wollen einfach so weitermachen. Dann wünsche ich viel Erfolg auch gegen Hamburg im nächsten Spiel, aber ihr werdet das schon packen. Und ja, feiert schön, wie es immer, regeneriert, damit ihr wieder fit seid. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Vielen Dank. Danke Ihnen auch. Danke, Pascal. Und wir sehen uns ja gleich wieder zur Lotto-Show. Dankeschön.